Gute, Max von Kolz, Yu-Gi-Oh! Hier. Heute habe ich mal was richtig Lustiges. Da habe ich 10 Booster von Order of Chaos. Warum ich das geholt habe, liegt daran, dass ich gehört habe, dass der Voker drin ist. Und ich habe mir gedacht, ich versuche mein Glück da. Und ja, ich war halt heute auf Locals, JK Store, in Dornbusch, halt in Frankfurt wohl in der Nähe. Oder generell im Rhein-Main-Gebiet, schaut da mal vorbei. Richtig lustig, dort Yu-Gi-Oh! Zu spielen, ehrlich zu sein. Und von dort habe ich auch die Booster gekauft. Die restlichen, die es noch gab davon. Und ich würde sagen, da kann ich mal Spaß haben mit Booster öffnen. Und ja, fangen wir an. Auf jeden Fall 10 Booster. Was drin ist, das Einzige, was ich weiß, was drin ist, ist Invoker. Das war's. Booster ist richtig komisch zu öffnen, weil da nicht dieses eckige Gedöns ist. Ich blende es einfach hier mal ein. Ecke gedönst. So, was haben wir im ersten Booster? Wir haben Hund Dreizack, Insektor Ameise, ein Eosaurier Terrias, Ursuppe, Insektor Libelle, keine Holo, schade. Dann Erdnussus Ninja, Chaolen, der Prophet, Darklon und Dämmerstuhl. Das einzige, was ich von diesem Set weiß, ist, dass ich, das war mein erstes Sneak, den ich teilgenommen hatte. Das war auch noch Chaos. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ich habe da so einen komischen Drachen gezogen und keine Ahnung. Zweites Bake. Jetzt sagt, wir versuchen mal unser Glück. Ein Flammenrüstung-Ninja. Ja, ich mache das jetzt mal ein bisschen so professioneller. Ich will ja 2017 krasser sein. Gun and Pilgrimling Ninja. Schlag mit voller Kraft. Ein Evoli Pleuro. Oh fuck, kein Holo. Finsterer Träger. Und weil die hat einen scheiß Reprint bekommen bei OTS. Oder? War das OTS? Keine Ahnung. Rüstungs Ninjutsu, bla bla bla, des Einfrierens. Bierkoala, Doppelverteidiger und göttlich war die Schildkröte. Das ist voll die krasse Floodgate. Kein Spieler kann. Ich kann Autofokus machen. Dankeschön, ohne Autofokus. Dankeschön. Kein Spieler kann Monster mit 1800 oder weniger Artikel als Serbischung beschwören. Komisch, aber existiert echt. So, das ist jetzt ein bisschen komisch geworden. Genau, drittes Pack. Schauen wir mal, was hier drin ist. Bitte Invoker Galaxiebächle, ein Schwallgefängen, irgendetwas, Schocktopus, Galaxiesturm. ZW, irgendetwas. Tonbrecher, maskierter Ninja, Ibisu, nochmal dieser Typ und Barklon. Ohne Invoker bestimmt. Aber hoffentlich ein Holo oder sowas wäre auch cool. Bogen, so kann ich auch Booster öffnen, jawohl. Ein Flammenrüstungs-Ninja. Oh, ist eine Ulti. Kennt ihr, ich halte so Karten so richtig komisch und rutschen so. Dark mit seinem Vertrauten, Photonlöwe, Galaxiewelle, Garaverta und da ist eine Ulti. Oh, Nummer 1030 Utopia Strahl. Krass. Was ist das noch? Dieses Rüstunggedöns. Oh Gott, dieser Name ist schlimm. Jetzt muss man fokussieren. Interplanetarer Ultra. Nee, lila stacheliger Drache und Doppelverteidiger. Cool. Eine Ultimate Rare. Das damals, als ich meinen ersten Kanal hatte, habe ich die auch gezogen. Und die. Ach cool. Auf jeden Fall, ich halte es mal in Richtung Licht. Ich habe eigentlich. Ja, so kann man es machen. So, wir haben noch. Ja, wir haben die Hälfte jetzt schon. Ne, das ist jetzt das 5. Booster. Okay. Mach. Schauen wir mal. Ma! Geht nicht mehr auf. Dankeschön. Kuri Volt. Hades Volt. Ursuppe. Photon-Dreizack. Gott, ich habe eine Holo, wenn die so früh kommt. Sofort Revolution. Okay. Noch ein Utopia-Strahl. Interessant. Finsteres Wurfmesser. Ich weiß noch damals, als ich noch kleiner YouTuber war, da gab es einen Kanal, der hieß Video Money Witch. Die Karte wird feierlich. Ich feiere die immer noch. Luftrüstungs-Ninja, Koala und Evo Ast.
So. Das wollte ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben schon 5 Booster, 2 Holos. Nicht schlecht. Und eine Ulti vor allem. Gibt es ja heutzutage nicht mehr, außer in OTS und sowas. Schade eigentlich. Ghostware gibt es auch nicht mehr. Ich denke, die war auch sogar ein Ghost. Ja, da gab es Ghostware in dieser Coverkarte. Cool, wenn ich da noch so Ghostware ziehen würde. Da würde ich auch so hart auspassen. Aber man weiß ja nie. Das Glück kann vielleicht nicht da sein. Süßer Mais. Ah, ich hasse diesen Scheiß. Dankeschön. Süßer Mais. Oh. Evutil. Blöde. Bäume. Empörkeln. Ninja. Schlappen voller Kraft. So. Ein Kokoriese und Invoker? Nein. Photonenkreis. Die große. Oh, sehr gute Karte damals. Die große Revolution vorbei. Gehen wir zur Seite. Gogipon und Evusaurier Elias. Ich weiß nicht, wer von euch Elias heißt, aber ihr seid jetzt bei dem Video drin. Als Dinosaurier. Cool, ne? So. Nicht so krass aus, außer die 2 Holos. Zweimal Utopia. Ha, zweimal Utopia finde ich einfach sehr, sehr stark. Ist mir gerade eingefallen. Kugivolt. Würfelzeit. Ah, da kam der raus. Ich hatte den eigentlich nur wegen Monarch. Krass, interessant. Evoti. Nochmal ein Evol irgendetwas. Ach, super. Ach du Scheiße, was ist das? Eine Nizio-Rüstung der Verdopplung? Himmlischer Drache Apoka irgendetwas. Koalo Koala. Erdrüstungs-Ninja und maskierter Ninja Ebisu. Das stimmt, damals ist Hanzo und sowas rausgekommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, da kam Hanzo raus. Da war gut Ninja Meta, so mit. Keine Ahnung. Dino Ninja. So. Schwal Gefangennahme. Degenkraft. Ja, haben wir schon. Aber wenn die. Das ist schon wieder so vollkommen. Die Bälle und. Aufziehhai. Ah, so eine Wein-Up-Karte. Damals, ich weiß auf jeden Fall, war wichtig. 100-Füßler. Ach, der ist der Name. Elias, hey, du wurdest wieder erwähnt. Und heller Stern, leuchtender Stern. So. Volles Pack. Oh mein Gott, was soll das? Galaxiewelle. Kurivolt, stimmt, haben wir ein Playset davon. Xyz-Ausbruch, Insektor Ameise. Ich zieh schon wieder eine Ulti? What the fuck? Gagaga Blitz und auf die Träger 10 Meilen. Schade, dass sie verboten ist. Himmlischer Drache, irgendetwas. Schaulender Prophet und Luftrüstungs-Ninja. Krass, 4 Holos. 2 Ultis vor allem. Ach, letztes Pack. Ich hoffe, wenn ein Voker ist, ich würde so hart schreien, dass Nachbarn sich beschweren. Auf jeden Fall Degenkraft. Ursuppe. Galaxiewelle. Kurgewalt. Sieht nach Exit aus. Königliches Gefängnis. Oh, noch eine Holo. Insektor, Giga, Skottas, irgendwas. Aber die hat irgendwie so einen krassen Effekt, oder? Monster können nicht als Spezialstellung vom Friedhof beschworen werden. Scheißbad. Gegen Batterien wäre noch gut, aber die werden eh nie Meter. Vampir-Koala, himmlischer Apoka, irgendetwas und Photonenkreis. So, das war's schon an den Bogen-Dingen. Was haben wir so? Das kann ich mal nachschauen. Wir haben einmal das königliche Gefängnis, einmal Gaga Blitz, zweimal die Bälle, dann einmal diesen finsteren Träger, nenne ich zu irgendetwas, Goro Riese. Sofortrevolution und einmal ZW Einhornspeer und Holos, krass, 10 Packs und 5 Holos. Einmal Insektor Gias irgendetwas, Aufziehträger sind Meilen, ein Aufziehhai und zweimal Utopia, weil sehr, sehr stark und so. Natürlich einmal Ultra, einmal Ultimate. Ghost wäre richtig cool. Das wäre echt krass, wenn wir einfach bei dem Opening so Playset gezogen hätten. Das wäre cool. Aber naja, schade. Ohne Invoker, aber dafür 2 Ultis. Gefällt mir. Ich würde sagen, das war's mit dem Opening. Vielleicht werde ich in Zukunft mehr Booster öffnen. Von der Kamera. Muss ich mal schauen.
Das möchte ich noch sagen. Eigentlich nichts. Außer, dass ich die Booster beim Jackpot gekauft habe. Und ihr solltet da mal vorbeischauen, wenn ihr in der Nähe vom Rhein-Main-Gebiet wohnt. Gute Locals, Leute, die Yu-Gi-Oh! Spiele möchten. Macht unglaublich viel Spaß, dort zu zocken. Und sehr, sehr hohes Niveau auf jeden Fall. Ansonsten, das war's. Bis zum nächsten Mal. Adios. Sayonara.